Also wenn ich hier so auf meine Wetter-App schaue, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, das Wetter am Wochenende, es wird gar nicht so schön. Richtig viele Wolken, Regen, keine Sonne und vor allem Wind. Bleibt uns eigentlich nur eins, wir suchen uns was Schönes und zwar unterm Dach. Wenn schon Wasser von oben, dann doch auch bitte von unten. Ab aufs Schiff mit der Weißen Flotte Heidelberg, eine Rundfahrt über den Neckar. Er ist der Macher an Deck, Florian Hofstetter, Geschäftsführer der Weißen Flotte. Er veranstaltet mit seinem Team immer sonntags ein ausgiebiges Frühstück und zwar überdacht. Kaffee und Köstlichkeiten mit beeindruckendem Panorama. Wir starten hier im wunderschönen Heidelberg, fahren dann durchs Neckartal durch, über Ziegelhausen, Neckargemünd und dann in die Vierburgenstadt Neckarsteinach. Das ist die einzige Stadt mit vier Burgen. Dort drehen wir und fahren wieder zurück nach Heidelberg und sind wir ungefähr 3 Stunden unterwegs. 44,90 Euro kostet Fahrt inklusive Frühstück. Ab 11 Uhr geht's aufs Schiff. Eine vorherige Anmeldung ist dringend erforderlich. Und wir nehmen jetzt direkten Kurs zu unserem nächsten Veranstaltungstipp nach Bad Dürkheim. Ich weiß, Bad Dürkheim liegt überhaupt gar nicht an dem Fluss, aber wir sind hier beim Fernsehen. Angespült in Bad Dürkheim, hier wird das Wetter am Wochenende aber auch nicht so toll, deswegen suchen wir uns schnell ein Dach über dem Kopf und machen dann ein Whisky-, Rum- und Schokoladentasting. Das geht hier am allerbesten im Michlers, Haus der guten Weine. Und er hat Ahnung von den guten Tropfen. Steffen Michler, der Geschäftsführer. Einst war er Naturwissenschaftler, dann wurde er zum König der Korkenflaschen. Bei ihm können wir Hochprozentiges und Süßes im förmlichen Tasting ausprobieren. Samstag haben wir Whisky, Rum und Schokolade, also 3 Dinge, die wir miteinander verbinden. Wir bieten auch Rum-Seminare und auch Whisky-Seminare und auch Schokoladenseminare, aber in dem kommt alles zusammen. Und das ist eigentlich total spannend, weil Whisky, Rum und Schokolade, die 3 Sachen so auf den ersten Blick vielleicht nichts miteinander zu tun hat. Wie das jedoch zusammenpasst, erklärt Steffen Michler auch Ihnen. Samstag 16.30 Uhr für 64 Euro. Ist man danach dann leicht beschwipst? Nach Hause fahren würde ich nicht mehr hinterher, aber man kann noch reden. Da ich allerdings vorbildlich alles ausgespuckt habe, konnte ich ganz locker mit dem Auto zu unserem nächsten Veranstaltungstipp fahren. Wir sind jetzt in Worms-Abenheim, mitten in den Weinbergen. Hier gibt's kein Dach über dem Kopf, daher Regenschirm mitbringen und dann von diesem Mann verzaubern lassen. Christoph Lösch vom Weingut Klosterhof. Der Mann weiß, was ins Glas gehört. Mit ihm begibt er sich Samstag und Sonntag auf Tour durch die Weinberge. Fokus: Mandelblüte. Und dieses Jahr haben wir eine Mandelblütenwanderung, Abenheim in Pink, und erzählen wir alles Wissenswerte rund um die Mandel und die Kultur. Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt. Los geht's jeweils 14 Uhr am Abenheimer Skulpturenweg. 19 Euro kostet das Ganze und klar, natürlich geht's nicht nur um die Mandel. Christoph Lösch hat auch den ein oder anderen Tropfen in seinem Bollerwagen. Das heißt ja Abenheim in Pink und während der Wanderung werden die Weine der Weingüter Weinmann und Klosterhof verkostet. Die sind nur Rosé und Weißherbste, Sekt und Seko, weil es passt ja alles zum Thema Abenheim in Pink. Und wir trinken immer schöne, jugendlich lachsfarben leckere Roséweine. Jugendlich lachsfarbene leckere Roséweine. Das spucke ich jetzt nicht aus.